Es ist traurig, dass man bei vielen Muslimen, oder nicht vielen, bei einigen Muslimen sieht, dass sie diese Welle bestiegen haben und dass sie anfangen, über diese Themen zu reden. Oder dass man sagt, das ist Dajjal, es gibt kein Corona, alles ist Lüge, das ist gegen den Islam und gegen die Muslime und die werden uns spritzen und dann werden sie unsere Gene verändern. Das ist alles Quatsch. Da sagt man, es gibt Professoren, es gibt so, alles Quatsch. Wenn jeder Verrückte was sagt, wetten geht nicht, aber Barakallahu fikum, es gibt in Psychiatrie Leute, wenn sie ihre Geschichten erzählen, da denkst du, dass sie 100% richtig sind und dass sie die Wahrheit sagen. Und am Ende ist das eine Wahnvorstellung. Und am Ende sind diese Leute psychisch krank, die Armen. Ich meine jetzt nicht, dass diejenigen, die sagen, Corona ist, es gibt bestimmte Meinungen und sowas. Ich meine nicht, dass sie krank sind und sowas. Aber ich meine, nicht jeder, der eine Verschwörungstheorie in der Welt setzt, dann nehmen wir das als Muslime, weil wir frustriert sind dadurch, dass die Medien gegen uns sind und dass die Leute von uns schlecht reden. Das ist nicht die richtige Antwort auf Barakallahu fikum, die Lage, die wir haben. Erstmal in unserer Religion, wenn man nach Medikament sucht und wenn man auch sich, wenn man sich schützt, bevor man krank wird, ist es überhaupt kein Problem in der Religion und das ist erlaubt. Und das ist richtig. Der Prophet sallam sagte uns, tadawaw, das wird, lasst euch behandeln oder behandelt euch. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Krankheit und hat Heilmittel dazu herabgesandt. Manches erkennen die Leute und manches nicht. Deshalb, wir haben eine Regel im Islam. Und dazu, wir haben Quarantäne-Regel in unserer Religion. Wenn jemand krank ist, dann bleibst du fern von ihm. Und das ist klar. Der Prophet sallam sagte, firra min al-majdumi, firaraka min al-asad. Das heißt, wenn jemand leberkrank ist, dann bleib fern von ihm und renn weg von ihm, wie du vor einer Löwe wegrennst. So, wir haben das. Der Prophet sallam hat verboten, dass die Muslime jemanden verbieten, Tawaf um Al-Kaaba zu machen, am Tag oder in der Nacht, außer eine Person, die Mushrik ist oder eine, die nackt ist. Umar kam einmal und er hat eine Frau, die Krätze gehabt hat. Der hat sie gesehen. Der hat gesagt, kehre zurück und bleib zu Hause. Kehre zurück und bleib zu Hause. Und er hat ihr verboten, Tawaf zu machen, obwohl der Prophet sallam was anderes gesagt hat, weil hier die Krätze, die kann die anderen anstecken. Da sagt man, es gibt keine Ansteckung. Doch, es gibt Ansteckung. Da sagt man, Hadith, keine Ansteckung, kein La, 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 Adwa, La, Tira. Ja, das Hadith bedeutet, es gibt keine Ansteckung, außer mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, aber Ansteckung ist da. Und deshalb sagte ein Mann zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, o Prophet, meine Kamele sind gesund und wenn ein kranker Kamel kommt, dann werden sie krank. Dann sagte der Prophet, und wer hat den ersten krank gemacht? Das ist der Sinn, dass man weiß, alles ist mit Hilfe Allah, alles ist mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gesund wirst, dann hat Allah das erlaubt. Und wenn du auch krank wirst, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Und dass man eine Impfung nimmt, kennen wir erstmal von Hadith von Al-Ba'uda oder von der Fliege. Und dann kennen wir das von anderen Hadithen. Damals haben die Leute ihren Kindern ein bisschen Gift von den Schlangen gegeben, damit sie Immunität gegen Schlangengift bekommen. Da sagen wir, ja, die töten ihre Kinder. Nein, das ist wie Medikament. Manchmal ein Medikament tut weh und das ist bitter. Und trotzdem nimmst du. Dass man sagt, ja, es gibt kein Corona. Ich meine, da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Dass man sagt, Corona ist wie Grippe und die Leute, die gestorben sind an Grippen, sind mehr als Corona. Das stimmt auch. Aber das heißt nicht, dass es kein Corona gibt. Aber das Problem bei Corona ist,
bis jetzt wurde das nicht erforscht, genau, was das macht. Bei einem macht Durchfall, bei dem anderen Kopfschmerzen, bei dritten so weiter. Es gibt keine Symptome, die klar sind, weil das ein Virus ist. Und deshalb sagt man Neu-Covid, das bedeutet Neu-Covid, ja, weil das etwas neu ist, weil das mit Mutation ist. Und wegen Impfung dieser mRNA, da sagt man, ja, da wird man uns hier Metalldinge tun und dann wird man uns kontrollieren. Und Bill Gates hat das gesagt. Entschuldigung, ja? Saddam Hussein haben sein Bild im Mond gesehen. Und Bin Laden lebt in Los Angeles und Hitler war vor ein paar Tagen in wo sie Qmar spielen. Wo ist das? Nicht Spielothek, bei Amerika, hier in Medina. المدينة المشهورة لاس فيغاس Entschuldigung Leute, nicht jeder, der etwas setzt in der Welt, dann glauben wir sofort, dass man sagt, okay, Impfung könnte was machen. Ja, aber von der anderen Seite sieht man auch das Gute in Impfung, nicht nur das Schlechte. Deshalb, willst du dich impfen lassen, impf dich. Willst du dich nicht impfen lassen, dann sollst du aber keine Verschwörungstheoretiker werden. Und weder Querdenker noch Langdenker. Wir haben sowas nicht. Nummer eins. Nummer zwei. Einige denken, ja, wenn du geimpft wirst, da brauch ich keine Impfung, weil du geschützt bist. Wer sagt das? Ja, und Leute haben sich geimpft und trotzdem haben sie Corona. Ja, das stimmt. Es gibt keine hundertprozentige Impfung. Übrigens bei den anderen Impfungen auch. Hundertprozentiger Schutz gibt es nicht. Hundertprozentige Immunität gibt es nicht. Und bei Corona auch das Gleiche. Bei Johnson & Johnson ist 65%. Bei AstraZeneca ist auch so ungefähr 70-80%. Bei Moderna und BioNTech ist anders. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb meinen einige, ja, das wird unser Verstand, ich weiß nicht, was machen und das wird uns bewirken. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht 10 Jahre der. Aber ich denke nicht, dass unser Verstand weg ist. Erstmal, man sollte wissen, was mRNA-Impfung bedeutet. Man sollte lesen. Wenn man sagt, es gibt bestimmte Teile oder bestimmte, sage ich jetzt, Barakalofikum, Mittel, die benutzt wird und die könnten haram sein, dann könnten wir ja diskutieren. Ist kein Problem. Das ist was anderes. Und da kommen wir zu dieser Impfung von den Kindern. Dass einige sagen, wenn du deine Kinder impfen lässt, dann hast du kein Tawakkul auf Allah und du begehst Schirk. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Was hat das mit Schirk zu tun? Und diese extreme Verschwörung, Glauberei, da gibt es nicht. Aber wisst ihr, warum viele oder einige Muslime das machen? Weil sie frustriert sind von ihrer Lage und von ihrer Art, von ihrer Umgebung und deshalb glauben sie alles. Und die machen das Gleiche, was mit ihnen passiert, weil die Leute über Muslime alles glauben, was gesagt wird, dann was machen die Muslime? Umgekehrt. Und die glauben alles, was gegen die andere Seite ist. Und das ist falsch und das ist falsch. Wir sind kein Verschwörungstheoretiker und wir wollen auch keine Verschwörungstheorien. Wir wollen Fakten haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dass man sagt, ja, das ist mit Dajjal und sowas, ach, das ist Quatsch, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dajjal hat das eine andere Sache und so weiter und so fort. Übrigens mit Kinderimpfung auch. Man sagt ja, Leute, Kinder wurden geimpft und dann haben sie Behinderungen bekommen. Aber wie viele Millionen sterben, weil sie keine Impfung bekommen? Da sieht man das nicht und da fragt man sich nicht. Ja? Und das ist die Sache. Deshalb, barakallahu fikum, sachte bleiben und Allah fürchten. Und man sollte bei solchen Themen, man sollte Leute fragen, die Ahnung haben und nicht irgendeiner, weil er mit der Gesellschaft nicht einverstanden ist oder weil er verrückte Ideen hat, glauben.